Moin moin, hier ist wieder der Jörg von YouTube-Kanal Joggler66, Hour of the Truth, zu einer nächsten Lesung im Buch Von Babylon nach Rom von Alexander Hislop von 1858. Wir sind angekommen im dritten Abschnitt des dritten Kapitels und der behandelt die Geburt Johannes des Täufers. Zu Johannes dem Täufer gibt es eigentlich noch was mehr zu sagen als das, was hier in dem Buche steht. Aber dazu müsste man das Buch Code Word Babylon von P.D. Stewart lesen, weil da steht auch eine Erklärung da drin, wie die Jesuiten oder warum die Jesuiten den Johannes den Täufer auch als ihren Teufel, als Satan identifizieren. Das hängt damit zusammen, dass es in Rom halt die Lateran Church of St. John gibt. Aber da gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein. Ich hatte da mit Tom drüber gesprochen, der mir das erzählt hatte. Und er weiß auch nicht, wo er das genau in dem Buch gelesen hat. Hat mir nur ein bisschen eine Erklärung gegeben, aber in Englisch. Und da habe ich jetzt irgendwie keine Lust, das alles zu übersetzen. Also halte ich mich hier halt das Buch von Alexander Hislop und fange an, die Geburt Johannes des Täufers euch vorzustellen. Das Fest der Geburt des heiligen Johannes, schreibt der Autor am Ende von Seite 101, ist im katholischen Kalender auf den 24. Juni, den Mitsommertag, festgelegt. Genau dieselbe Zeit war ebenso im babylonischen Kalender als eines der berühmtesten Feste vermerkt. An Mitsommer, zur Sommersonnenwende, begann der Monat, der in Chaldea, Syrien und Phönizien Tammuz genannt wurde. Und am ersten Tag, das heißt am oder um den 24. Juni, wurde eines der großen Feste des Tammuz gefeiert. Nun, über Tammuz muss ich ja nicht mehr allzu viel sagen, aber über die Sommersonnenwende will ich doch nochmal eben was sagen. Das Fest der Sommersonnenwende, genau wie das Fest der Wintersonnenwende, und da verweise ich auf meine Lesung von Weihnachten, da könnt ihr da mehr drüber lernen, ist genau wie der Äquinox, also wenn die Sonne im Frühling, im römisch-katholischen Frühling, für den biblischen Christen ist das der Jahresanfang, April Fools, der Narrentag des 1. April, da könnt ihr ja auch mal selbst ein bisschen nachforschen. In dem Monat fängt biblisch eigentlich das neue Jahr an. Aber diese zwei Äquinoxe, das heißt, wo im Frühling die Sonne aus der Südhälfte der Erde über die Nordhälfte wieder wandert, über den Äquator, und genauso beim Zurückgehen im September, wenn sie vom Norden wieder in den Süden geht, sind alles wichtige Feiertage für die Sonnenanbeter, Sun-Worshippers. Und für diejenigen, die des Englischen mächtig sind, rate ich gerne mal an, das Buch oder die Buchlesung von mir zu folgen, Babylon Mystery Religion von Ralph Woodrow, der übrigens sowieso den größten Teil seines Buches aus diesem Buch hier von Alexander Hislop bezogen hat. Aber der Autor fährt fort. Aus verschiedenen Gründen wurden in verschiedenen Ländern dem Gedenken des Todes und der Wiederherstellung des babylonischen Gottes andere Zeiten geweiht. Wie aus dem Namen des Monats gefolgert werden kann, war aber dies anscheinend die Zeit, zu der dieses Fest ursprünglich in dem Land gefeiert wurde, in welchem der Götzendienst entstanden war. Also Babylon. Und der Einfluss, den dieses Fest mit seinen besonderen Riten auf das Denken der Menschen genommen hatte, war derart groß, dass diese heilige Zeit nicht ohne die gebührende Befolgung wenigstens einiger ihrer speziellen Riten vergehen durfte, selbst als andere Tage den großen Ereignissen geweiht wurden, die mit dem babylonischen Messias zusammenhingen, wie es auch in einigen Teilen Englands der Fall war. Als das Papsttum am Ende des 6. Jahrhunderts seine Boten durch Europa sandte, um die Heiden in seine Herde zu sammeln, stellte man fest, dass dieses Fest in vielen Ländern sehr beliebt war. Was sollte man damit tun? Sollten sie es bekämpfen? Nein, das wäre das Gegenteil des berühmten Rates von Papst Gregor des Ersten gewesen, der sie auf alle Fälle den Heiden auf halbem Weg entgegengehen und sie so in die römische katholische Kirche bringen sollten. Die gregorianische Politik wurde sorgfältig eingehalten und so wurde der Mitsommertag, der vom Heidentum zur Anbetung des Tammuz geheiligt worden war, als heiliges christliches Fest in den römischen Kalender mit aufgenommen. Ich muss hier jetzt, glaube ich, nicht weiter ausweiten, wie die römisch-katholische Kirche, die sich selbst christlich nennt,
aufgrund all der Einarbeitung dieser heidnischen Feiertage in das Christentum sich mit dem Mantel des Christentums umgarnt und die Leute verblendet und meint tatsächlich, das Christentum zu vertreten. Ne? Habe ich ja schon oft genug gemacht. Ich will auch nicht in zu große Wiederholung fallen, aber es gibt ja auch hier und da immer wieder mal neue Zuschauer, denen man das vielleicht auch nochmal erklären muss. Der Autor fährt fort. Über eine Frage musste jedoch noch entschieden werden. Über eine Frage musste noch entschieden werden. Wie sollte der Name dieses heidnischen Festes lauten, nachdem es getauft und zum Ritual der römischen Christenheit zugelassen war? Nun, es wäre zu kühn gewesen, es zu der frühen Zeit, als es wohl benommen wurde, mit seinem alten Namen Bel bzw. Tammuz zu benennen. Ihm einfach den Namen Christi zu verleihen, erwies sich als schwierig, da es zu dieser Jahreszeit nichts Besonderes an Christi-Geschichte gab, dessen man hätte gedenken können. Doch der Scharfsinn, den die Agenten des Geheimnisses der Bosheit an den Tag legten, konnte nicht durchkreuzt werden. Konnte auch der Name Christi nicht in geeigneter Weise damit in Verbindung gebracht werden, wer aber konnte dann verhindern, dass es nach dem Namen seines Vorläufers, Johannes des Täufers, benannt wurde? Johannes der Täufer wurde 6 Monate vor unserem Herrn geboren. Nachdem also das heidnische Fest der Wintersonnenwende einmal zum Geburtstag des Heilands geweiht worden war, folgte daraus selbstverständlich, dass das Fest seines Vorläufers, wenn er überhaupt ein Fest haben sollte, genau zu der Zeit sein musste. Denn zwischen dem 24. Juni und dem 25. Dezember, also zwischen der Sommer- und der Wintersonnenwende, liegen genau 6 Monate. Für die Zwecke des Papsttums konnte nichts günstiger sein als dies. Einer der vielen heiligen Namen des Tammuz bzw. Nimrod, der nach seiner Tötung wieder in den Mysterien erschien, war Oannes. Um Nimrod als Oannes identifizieren zu können, von dem Berosus sagt, er sei aus dem Meer erschienen, erinnern wir uns daran, dass nachgewiesen wurde, dass Nimrod Bacchus war. Zum Beweis dafür, dass von Nimrod bzw. Bacchus erzählt wurde, dass er im Meer Zuflucht nahm, nachdem er von seinen Feinden überwunden wurde, das sehen wir im Kapitel 4, Abschnitt I. Oder Abschnitt 1 besser gesagt. Wenn er daher als wieder in Erscheinung tretend dargestellt wurde, war es nur natürlich, dass er in eben der Eigenschaft als Oannes, als Fischgott, wieder erschien. Hieronymus nennt Dagon, den bekannten Fischgott, Pisces Maioris, Fisch der Trauer, wodurch dieser Fischgott leicht als Bacchus, der Beklagte, identifiziert wird. Der Beweis für die Identität ist vollständig, wenn Hesychius uns berichtet, dass einige Bacchus Ichthys Fisch nannten. Anmerkung: Hier finden wir zum ersten Male den Zusammenhang von der Kopfbedeckung des Papstes, der Mitra und dem Fischgott Dagon in der Eigenschaft des Oannes. Schaut euch mal die Bilder an, wo der Papst diesen Dagon, diesen Fischhut im Grunde trägt, der am Anfang sogar noch ein ganzer Fisch war. Man hätte ihn dann hinterher den Leib abgeschnitten, aber das geöffnete Maul, das ist das, was der Papst heute noch auf seinem Haupte trägt. Es ist ein römisch-babylonischer Zusammenhang, der uns jedes Mal vor Augen gehalten wird, wenn der Antichrist in offizieller Kirchenfunktion in diesem Kostüm auftritt. Wer Augen habe zum Sehen, der sehe. Rom ist Babylon. Babylon ist Rom. Der Papst hält nicht nur heidnische Titel, Pontifex Maximus und andere, er trägt auch für jeden sichtbar deren Kleidung. Auf der anderen Seite, so fährt der Autor fort, lautete der Name Johannes des Täufers in der heiligen Sprache, die die römische Kirche übernommen hatte, Johannes. Um zu ermöglichen, dass das Fest vom 24. Juni sowohl den Christen als auch den Heiden in gleicher Weise zusagte, war es lediglich nötig, es das Fest des Johannes zu nennen. So nahmen dann die Christen an, dass sie Johannes den Täufer ehrten, während die Heiden immer noch ihren alten Gott Oannes bzw. Tammuz anbeteten. Wieder mal ein Beispiel für esoterisch und exoterische Lehre. Esoterisch die Lehre nach innen für die Eingeweihten, exoterisch die Lehre nach außen für die
normalen Menschen, die nicht Eingeweihten, die meinen, dass sie etwas Gutes tun, aber im Grunde ganz genau etwas Verkehrtes tun. Und das ist, wovon sich die römisch-katholische Kirche ernährt, Menschen. Ignoranz. Ignoranz füttert die römisch-katholische Kirche. Und je mehr die Leute meinen, sich mit all diesen Dingen nicht beschäftigen zu müssen, desto glücklicher und erfolgreicher ist der Antichrist. Weil wir nicht uns die Zeit nehmen, nicht uns die Mühe machen, um diese Dinge nachzugehen. Wir schlucken alles wie ein kleines Kind, dem die Mutter den Löffel vor den Mund hält, ohne zu fragen. Hier in dieser Lesung fragen wir nicht nur nach, wir forschen auch nach. Und wir kommen der Lüge mehr und mehr und mehr auf die Schliche. Genau zu der Zeit also, zu welcher das große sommerliche Tammuzfest im alten Babylon gefeiert wurde, begeht man heutigen Tages in der römisch-katholischen Kirche das Fest der Geburt Johannes des Täufers. Es ist bekannt, dass im Osten der Tag am Abend begann. Obwohl also der 24. als Tag der Geburt festgesetzt ist, beginnen doch die Festlichkeiten dieser Zeit in der Sankt-Johannisnacht, also am Abend des 23. Juni. Untersuchen wir nun die Festlichkeiten an sich, so werden wir feststellen, dass sie rein heidnisch sind und eindeutig ihre wahre Herkunft offenbaren. Die großen Feierlichkeiten, die die Johannisnacht auszeichnen, sind die Mittsommerfeuer. Diese werden in Frankreich, in der Schweiz, im römisch-katholischen Irland und auf einigen der westlichen schottischen Inseln angezündet, wo der Katholizismus immer noch vorherrschend ist. Sie werden überall da angezündet, wo es Anhänger Roms gibt, und lodernde Fackeln werden durch ihre Getreidefelder getragen. Mit folgenden Worten beschreibt Bell in Wayside Pictures die Johannisfeuer in der Bretagne in Frankreich. Zitat: Jede Fête, also jedes Fest, jede Fete, wie ihr das deutsche Wort wohl auch kennt, jede Fête ist durch ihre eigenen Merkmale gekennzeichnet. Die von St. Johannes ist vielleicht die auffallendste von allen. Während des Tages ziehen die armen Kinder umher und bitten um Spenden dafür, dass die Feuer des Monsieur Saint-Jean angezündet werden. Und gegen Abend erstrahlt erst ein Feuer, dann zwei, drei, vier. Nein, ich zähle hier nicht den Advent auf. Schließlich leuchten tausend von den Berggipfeln her, bis das ganze Land unter dem riesigen Brand erglüht. Manchmal zünden die Priester das erste Feuer am Marktplatz an, manchmal wird's durch einen Engel entzündet, der mit einer brennenden Fackel in seiner Hand durch eine mechanische Vorrichtung vom Kirchendach herabkommt, den Stapel in Flammen setzt und wieder zurückfliegt. Die jungen Leute tanzten mit einer verwirrenden Betriebsamkeit um die Feuer herum, denn es herrscht unter ihnen der Aberglaube, dass sie im darauffolgenden Jahr verheiratet sein werden, wenn sie vor Mitternacht um neun Feuer herumgetanzt sind. Neben den lodernden Stapeln werden Sitze für die Toten aufgestellt, deren Geister, wie man annimmt, zu dem wehmütigen Vergnügen dorthin kommen, noch einmal den heimatlichen Liedern zu lauschen und über die lebhaften Tage ihrer Jugendzeit nachzusinnen. Bruchstücke der Fackeln werden bei diesen Gelegenheiten als Zaubermittel gegen Donner und Nervenkrankheiten aufgehoben, und der Blumenkranz, der das Hauptfeuer krönte, ist so sehr begehrt, dass stürmisch darum geeifert wird, ihn zu besitzen. Zitat Ende. So sieht's in Frankreich aus. Wenden wir uns Irland zu. Zitat: Bei diesem großen Fest der irischen Kleinbauern in der St. Johannisnacht, so beschreibt Charlotte Elisabeth ein besonderes Fest, dessen Zeugin sie war, ist, Zitat weiter, ist es Brauch, überall im Land bei Sonnenuntergang an jenem Abend riesige Feuer anzuzünden, wie die unsere Freudenfeuer sehr hoch aufgetürmt sind, wobei der Stapel aus Torf, Moorholz und ähnlichem brennbarem Material besteht, das sie auflesen können. Der Torf bringt einen gleichmäßigen, starken Feuerkörper hervor,
das Moorholz eine äußerst hell glänzende Flamme, und die Wirkung dieser großen Leuchtfeuer, die auf jedem Hügel lodern und große Mengen Rauch von jedem Punkt des Horizontes aus hinaufsenden, ist äußerst bemerkenswert. Früh am Abend begannen sich die Kleinbauern zu versammeln, alle in ihrer besten Kleidung und vor Gesundheit prangend, die Gesichter strömten fast über vor jener funkelnden Lebhaftigkeit und überfließenden Freude, die das begeisterte Volk des Landes kennzeichnet. Ich hatte nie etwas Ähnliches gesehen und war von ihren hübschen, klugen, fröhlichen Gesichtern entzückt. Von dem kecken Betragen der Männer und dem scherzhaften, aber wirklich anständigen Benehmen der jungen Mädchen, der Lebhaftigkeit der älteren Leute und der ungezümten Fröhlichkeit der Kinder. Als das Feuer angezündet wurde, schoss eine prächtige Flamme herauf, und eine Weile lang standen sie und betrachteten es mit Gesichtern, die durch das zuerst entsandte besondere Licht seltsam entstellt waren, als das Moorholz darauf geworfen wurde. Nach einer kleinen Pause wurde der Platz von einem alten, blinden Pfeifer geräumt. Der wahre Inbegriff von Energie, Drolligkeit und Scharfsinn, der auf einem niedrigen Stuhl sitzend mit einem gut gefüllten Krug neben sich, seinen Pfeifen die lebhaftesten Melodien entlockte, und der endlose Geek-Tanz begann. Danach jedoch folgte etwas, was mich nicht wenig verwirrte. Als das Feuer einige Stunden gebrannt hatte und kleiner wurde, begann ein unerlässlicher Teil der Zeremonie. Jeder der anwesenden Bauern ging durch das Feuer hindurch, und etliche Kinder wurden über die funkelnde Glut geworfen. Dabei erschien ein hölzernes Gestell von etwa 2,5 Metern Länge, am einen Ende ein Pferdekopf befestigt und mit einem großen weißen Tuch überworfen, welches das Holz sowie den Mann verdeckte, auf dessen Kopf es getragen wurde. Mit lauten Rufen wurde es als das weiße Pferd begrüßt, und nachdem es durch die Geschicklichkeit seines Trägers mehrere Male mit einem gewagten Sprung sicher durch das Feuer getragen worden war, verfolgte es die Menschen, die schreiend in alle Richtungen liefen. Ich fragte, was das Pferd bedeuten sollte, und man sagte mir, es stelle alles Vieh dar. Weiter schreibt die Autorin, dies war die alte heidnische Anbetung Baals, wenn nicht auch noch Molochs, die offen und überall im Herzen eines dem Namen nach christlichen Landes und von Millionen weitergeführt wurde, die sich als Christen bezeichnen. Ich war verblüfft, denn ich wusste damals nicht, dass der Papismus nur eine schlaue Anpassung des heidnischen Götzendienstes an sein eigenes Schema ist. Ende Zitat. Dem muss ich ja wohl nichts mehr hinzufügen. Dies ist das Fest der Johannisnacht, wie es heutigen Tags in Frankreich und im katholischen Irland gefeiert wird. Auf diese Art geben die Anhänger Roms vor, an die Geburt desjenigen zu denken, der als Wegbereiter des Herrn kam und sein Volk dazu aufforderte, sich von allen Heucheleien abzuwenden und ihre Augen für die Ankunft des Reiches Gottes zu öffnen, das nicht in rein äußerlichen Dingen besteht, sondern in Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wir sehen, dass allein der Anblick der Riten, mit welchen dieses Fest gefeiert wird, die eben zitierte Schreiberin sofort zu der Schlussfolgerung führte, dass das, was sie sah, tatsächlich ein Relikt der heidnischen Baalsanbetung war. Die Geschichte des Festes und die Art und Weise seiner Feier erklären sich gegenseitig. Bevor die Christenheit ihren Fuß auf die britischen Inseln setzte, wurde das heidnische Fest des 24. Juni bei den Druiden gefeiert. Über die Druiden hatten wir ja letztes Mal in Ostern noch ganz gut drüber gesprochen, indem sie Feuer zu Ehren ihrer großen Gottheit Baal anzündeten. Diese Mitsommerfeuer und Opfer, schreibt Toland in seinem Account of the Druids, sollten einen Segen für die Früchte der Erde erlangen, die jetzt zur Ernte reiften. Die vom 1. Mai, damit sie reichlich wuchsen. Die vom letzten Oktober waren eine Dankesgabe für das Beenden der Ernte. Ende Zitat. Aber er fährt im Zusammenhang der druidischen Mitsommerfeuer fort. Zitat. Um auf unsere Kernfeuer zurückzukommen. Es war Brauch, dass der Herr des Ortes oder sein Sohn oder eine andere Person von Rang die Eingeweide der geopferten Tiere in seine Hände nahm,
barfuß dreimal über die Kohlen ging, nachdem die Flammen gewichen waren, und sie direkt zu dem Druiden brachte, der ganz in Fell gekleidet am Altar wartete. Blieb dieser Adlige unversehrt, wurde es als gutes Omen gewertet, das mit lautem Beifall willkommen geheißen wurde. Erlitt er jedoch irgendeine Verletzung, so wurde es sowohl für die Gemeinschaft als auch für ihn selbst als unheilvoll angesehen. So habe ich gesehen, fügte Toland hinzu, wie die Menschen in Irland durch die St. Johannesfeuer rannten und sprangen. Und sie waren nicht nur stolz darauf, unversehrt durchzukommen, sondern glaubten, als sei es eine Art religiöser Reinigung. Da muss ich mal kurz unterbrechen. Unser Herr verbietet uns, durch das Feuer zu laufen, aus eben genau diesem Grunde. Es ist keine Reinigung. Nur einer kann uns reinigen, nur einer kann uns ehrlich machen, ehrbar machen, und das ist der Herr selber und nicht durch Feuer oder Kohlen laufen. Also, sie glaubten, als sei es eine Art religiöser Reinigung, durch die Zeremonie in besonderer Weise gesegnet zu werden. Ihren Ursprung kannten sie dabei jedoch absolut nicht, und auch ihre Nachahmung war recht unvollkommen. Ende Zitat. Das ist doch heute genauso. Die Menschen folgen alle möglichen Feste, Feiern, Zeremonien, Traditionen und haben oftmals nicht den leisesten Schimmer, was das eigentlich bedeutet, wo es herkommt, wo es für steht, und das ist, glaube ich, das ist ja wohl in mehreren oder weniger allen Fällen so, unbiblisch und damit dem Herrn ein Gräuel ist. Der Autor fährt fort, dass wir bereits den Schluss gezogen hatten, dass Phoronius, der erste Sterbliche, der herrschte, das heißt Nimrod, und die römische Göttin Feronia zueinander in Beziehung standen. Im Zusammenhang mit den Feuern von St. Johannes wird diese Beziehung noch durch das verstärkt, was von der Antike her über diese zwei Gottheiten überliefert ist, und gleichzeitig wird die Herkunft dieser Feuer erklärt. Phoronius wird in einer Art beschrieben, die zeigt, dass er dafür bekannt war, mit dem Ursprung der Feueranbetung in Zusammenhang zu stehen. Pausanias erwähnt ihn folgendermaßen, Zitat, neben diesem Bildnis, dem Bildnis vom Biton, entzünden sie, die Argiven, ein Feuer, denn sie erkennen es nicht an, dass das Feuer den Menschen durch Prometheus gegeben wurde, sondern schreiben dessen Erfindung Phoronius zu. Ende Zitat. Es muss etwas Tragisches an dem Tod dieses das Feuer erfindenden Phoronius sein, der, Zitat, der erste war, der die Menschheit in Gemeinschaften zusammenschloss. Ende Zitat. Ja, da wissen wir, dass das Nimrod war, ne? Denn nach einer Beschreibung der Lage seines Grabmals fügt Pausanias hinzu, in der Tat führen sie auch heute Beerdigungsfeierlichkeiten für Phoronius durch. Ende Zitat. Diese Ausdrucksweise zeigt, dass sein Tod in einer ähnlichen Art gefeiert worden sein muss, wie der des Bacchus. Die Merkmale der Verehrung der Feronia, die mit Feuerverehrung gleichzusetzen ist, werden in den Riten sichtbar, die die Priester in der Stadt am Fuße des Berges Soracte praktizierten, der nach ihrem Namen benannt ist. Bryant, der sich auf Plinius und Strabo beruft, sagt, Zitat, die Priester gingen mit nackten Füßen über eine große Menge glühender Kohlen und Asche. Ende Zitat. Also das kennt man nicht nur aus dem, ich glaube Buddhismus ist das, ne? Sondern ihr seht, wie eben auch aufgrund solcher Riten all diese Religionen, dieser menschengemachte, auf Tradition basierende Glaube zusammenhängt. Muss ich euch doch gar nicht mehr sagen. Das springt einem doch so ins Gesicht. Ich wollte gerade sagen, wie mit einem nackten Arsch, aber das will ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Auf eben diesen Brauch bezieht sich Aruns in Vergil. Ja, wieder mal die Erwähnung von Vergil, der den Aeneid schrieb, die Basis des der heidnischen Gründung Roms. Auf eben diesen Brauch bezieht sich Aruns in Vergil, als er sich an den Sonnengott Apollo wendet. Dessen Heiligtum stand in Soracte, wo Feronia verehrt wurde, und daher muss er derselbe sein wie Jupiter Anxur,
die Gottheit, die mit Feronia den Tempel teilte und als jugendlicher Jupiter betrachtet wurde, genau wie auch Apollo, oft der junge Apollo genannt wurde. O Schutzherr des hohen Sitzes von Soracte, Phöbus, beherrschende Macht unter den Göttern, dem wir zuerst dienen, ganze Wälder von fetten Pinien werden für dich gefällt und funkeln zu deiner Ehre. Durch dich beschützt gehen wir mit nackten Füßen, unversehrt durch Flammen und treten auf entzündete Kohlen. So geht die Spur der Johannesfeuer, über deren Asche jung und alt gehen mussten, bis auf den ersten Sterblichen, der herrschte, zurück. Es ist bemerkenswert, dass man unter heidnischen Völkern auf ein von all den wesentlichen Riten der Feueranbetung Baals begleitetes Fest stößt, und das in Gebieten, die wirklich weit voneinander entfernt sind, und zwar eben zu der Zeit des Monats Tammuz, zu der damals der babylonische Gott gefeiert wurde. Bei den Türken wird das Fasten des Ramadan, welches nach Hurt am 12. Juni beginnt, von einer Festbeleuchtung aus brennenden Lampen begleitet. In China, wo das Drachenbootfest gefeiert wird, um denjenigen das Weinen um Adonis lebhaft in Erinnerung zu rufen, die dabei Zeuge waren, beginnt die Feierlichkeit an Mittsommer. In Peru fand während der Herrschaft der Inkas zu genau derselben Zeit das Raimi-Fest statt, das prächtigste Fest der Peruaner, an dem alljährlich das heilige Feuer durch die Sonne erneut entzündet wurde, mit Hilfe eines konkaven Spiegels aus poliertem Metall. Wenn Mittsommer nahte, gab es stets zuerst als Zeichen der Trauer 3 Tage lang ein allgemeines Fasten, und kein Feuer durfte in ihren Wohnungen angezündet werden. Und dann, am 4. Tag, verwandelte sich das Trauern in Freude, wenn sich der Inka und sein Hof, gefolgt von der gesamten Bevölkerung von Cuzco, bei Tagesanbruch auf dem großen Platz versammelten, um das Aufgehen der Sonne zu begrüßen. Begierig, so Prescott, beobachteten sie das Kommen der Gottheit, und kaum traf sein erster gelber Strahl die Türmchen und die höchsten Gebäude der Hauptstadt, als die versammelte Menge in einen Begrüßungsruf ausbrach, begleitet von Triumphliedern und der wilden Melodie von rohen Instrumenten, die lauter und lauter anschwollen, als ihr heller Himmelskörper, der sich über die Bergkette gen Osten erhob, in voller Pracht auf seine Verehrer schien. Zitat Ende. Konnte diese abwechselnde Trauer und Freude zufällig gewesen sein, das zu der gleichen Zeit stattfand, zu der die Babylonier über Tammuz trauerten und freuten? Da Tammuz die fleischgewordene Sonnengottheit war, ist leicht ersichtlich, wie eine solche Trauer und Freude mit der Anbetung der Sonne verbunden war. Anbetung der Sonne, das Verherrlichen der Kreation vor dem Kreator, das Anbeten der Schöpfung vor dem Schöpfer. In Ägypten war das Fest der brennenden Lampen, viele sahen sich bereits genötigt, darin das Gegenstück zum St. Johannesfest zu sehen, eindeutig mit der Trauer und Freude über Osiris verbunden. In Sais, sagt Herodot, zeigen sie das Grab dessen, den zu erwähnen ich bei dieser Gelegenheit für nicht richtig halte. Zitat Ende. Das ist die unveränderliche Weise, auf welcher der Historiker in einem Bericht über einige der Anbetungsriten auf Osiris verweist, in dessen Mysterien er eingeführt worden war. Zitat: Es befindet sich in der heiligen Anlage hinter dem Tempel Minervas, an der Wand dieses Tempels, deren ganze Länge er einnimmt. Sie treffen sich auch in Sais, um in einer bestimmten Nacht Opfer darzubringen, in der jeder unter freiem Himmel eine Anzahl Lampen um sein Haus her anzündet. Die Lampen bestehen aus kleinen Schalen, die mit Salz und Öl gefüllt sind und in denen ein Docht schwimmt, der die ganze Nacht brennt. Dieses Fest wird das Fest der brennenden Lampen genannt. Die Ägypter, die dieser Zeremonie nicht beiwohnen können, bringen zu Hause ebenfalls das Opfer und zünden Lampen an, so dass nicht nur in Sais, sondern in ganz Ägypten die gleiche Beleuchtung vorzufinden ist. Sie schreiben dem in dieser Nacht gefeierten Fest und der Achtung, die sie davor haben,
einen heiligen Grund zu. Also das Wort heilig geht mir ja langsam auf den Keks. Da ist an der ganzen Sache überhaupt nichts heilig. Wilkinson zitiert diese Passage von Herodot und bringt dieses Fest ausdrücklich mit den Klagen um Osiris in Verbindung. Er beteuert, Zitat, man betrachte es als von größter Bedeutung, die Gottheit durch die korrekte Durchführung dieses Ritus zu ehren. Bei den Jezides, dieses Volk lernten wir ja schon in der Lesung zum Osterfest kennen, und wenn ihr nochmal auf das Video zurückgreifen möchtet, den Teufelsanbetern des heutigen Chaldäa, wird heute noch das gleiche Fest mit wahrscheinlich fast den gleichen Riten gefeiert, soweit es die Umstände erlauben, wie vor tausenden von Jahren, als in denselben Gegenden die Anbetung des Tammuz blühte. In anschaulicher Weise beschreibt Layard ein Fest dieser Art, bei welchem er selbst zugegen war. Zitat: Als die Abenddämmerung schwand, kamen die Fakire, die niedereren Priesterorden, in braunen Gewänder, von grobem Stoff gekleidet, die sich eng an ihren Körper anschmiegten, und mit einem schwarzen Turban auf dem Kopf aus dem Grab. Und jeder trug ein Licht in der einen Hand und ein Gefäß mit Öl und einen Bund Baumwolldocht in der anderen. Sie füllten und richteten Lampen her, die in Nischen in den Wänden des Hofes standen und an den Gebäuden an den Flanken des Tales und sogar auf abgeschiedenen Felsen und in hohlen Baumstümpfen verteilt waren. Es schien, als funkelten unzählbare Sterne an den schwarzen Berghängen und in den dunklen Tiefen des Waldes. Als die Priester sich ihren Weg durch die Menge bahnten, um ihre Aufgabe zu erfüllen, ließen Männer und Frauen ihre rechte Hand durch die Flamme gleiten. Und nachdem sie die rechte Augenbraue mit der Stelle gerieben hatten, die durch das heilige Element gereinigt worden war, so glauben sie dann doch, führten sie sie andächtig an ihre Lippen. Einige, die Kinder in ihren Armen trugen, salbten diese in gleicher Weise, während andere ihre Hände ausstreckten, um sie von denen berühren zu lassen, die nicht so glücklich wie jene, die Flamme nicht erreichen konnten. Als die Nacht fortgeschritten war, zündeten die Versammelten, es waren nun wohl fast 5000 Menschen, Fackeln an, die sie bei sich trugen, während sie durch den Wald zogen. Die Wirkung war bezaubernd. Die verschiedenen Gruppen hoben sich in der Dunkelheit schwach voneinander ab. Männer eilten hin und her, Frauen saßen mit ihren Kindern auf den Hausdächern und Menschenmengen sammelten sich um die Händler, die im Hof ihre Waren zum Verkauf anboten. Tausende von Lichtern spiegelten sich in den Quellen und Bächen wieder, schimmerten unter dem Laub der Bäume und tanzten in der Ferne. Als ich auf diese außerordentliche Szene starrte, verstummte das Summen der menschlichen Stimmen plötzlich, und eine Weise, feierlich und zugleich melancholisch, stieg vom Tal auf. Sie ähnelte einem majestätischen Gesang, den ich vor Jahren in der Kathedrale eines fernen Landes gehört hatte. Eine so ergreifende und liebliche Musik hatte ich nie zuvor im Osten vernommen. Die Stimmen von Männern und Frauen vermischten sich harmonisch mit den weichen Tönen vieler Flöten. In bestimmten Abständen wurde das Lied durch das laute Schlagen von Becken und Schellentrommeln unterbrochen, und die, welche im Bereich des Grabes waren, stimmten dann in die Melodie mit ein. Die Schellentrommeln, die gleichzeitig geschlagen wurden, unterbrachen nur in Abständen das Lied der Priester. Je mehr die Zeit verging, desto häufiger brachen sie in das Lied ein. Der Gesang gab allmählich einer lebhaften Melodie Raum, die sich mit schneller werdendem Rhythmus schließlich in ein Klanggewirr verlor. Die Schellentrommeln wurden mit außerordentlicher Energie geschlagen, die Flöten brachten einen schnellen Fluss von Tönen hervor, die Stimmen erhoben sich bis zu den höchsten Tönen, die Männer draußen stimmten in den Schrei mit ein, während die Frauen die Felsen durch das gellende Tallehl widerhallen ließen. Die Musikanten gaben ihrer Erregung Raum, indem sie ihre Instrumente in die Luft warfen und ihre Glieder in jede Richtung verrenkten, bis sie erschöpft zu Boden fielen. Ich hatte nie einen schrecklicheren Schrei gehört als den, der in dem Tal erscholl. Es war Mitternacht. Verwundert starrte ich auf die außerordentliche Szene um mich her. So wurden wohl vor Jahrhunderten
die mysteriösen Riten der Korybanten gefeiert, wenn sie sich in einem geweihten Wäldchen trafen. Ende Zitat. Laird gibt nicht an, zu welcher Zeit des Jahres dieses Fest stattfand, aber seine Worte lassen wenig Zweifel darüber, dass er es als ein Fest des Bacchus betrachtete, mit anderen Worten des babylonischen Messias, dessen tragischer Tod und anschließende Wiedererlangung von Leben und Ruhm den Eckstein des alten Heidentums bildeten. Das Fest wurde zugegebenermaßen zu Ehren sowohl von Sheikh Shams der Sonne als auch von Sheikh Adi, dem Fürsten der Ewigkeit, abgehalten, um dessen Grab die Feierlichkeiten stattfanden. Genau wie das Lampenfest in Ägypten zu Ehren des Sonnengottes Osiris im Bereich des Grabes dieses Gottes in Zais gefeiert wurde. Dem Leser wird nicht entgangen sein, dass bei diesem Jezidi-Fest Männer, Frauen und Kinder dadurch gereinigt wurden, dass sie mit, Zitat, dem heiligen Element, Ende Zitat, des Feuers in Berührung kamen. In den Riten Zoroasters, des großen chaldäischen Gottes, nahm das Feuer genau den gleichen Platz ein. Es war ein wesentlicher Grundsatz in seinem System, dass, Zitat, der, der sich dem Feuer näherte, ein Licht von der Gottheit empfing, Ende Zitat, und durch göttliches Feuer werden all die Flecken entfernt, die durch die Zeugung entstanden waren. Aus diesem Grunde mussten, Zitat, ihre Söhne und Töchter für den Moloch durch das Feuer gehen. Und hier gehe ich mal eben auf ein Bibelzitat zurück. Das können wir nachlesen im Buch von Jeremia, Kapitel 32, Verse 4 und 35. Also aus diesem Grunde mussten ihre Söhne und Töchter für den Moloch durchs Feuer gehen. Jeremia sagt dazu, Zitat, dazu haben sie ihre Gräuel in das Haus gesetzt, das von mir den Namen hat, dass sie es verunreinigten, und haben die Höhen des Baal gebaut im Tal Ben Hinnom, dass sie ihre Söhne und Töchter dem Moloch verbrennten, davon ich ihnen nichts befohlen habe, und ist mir nie in den Sinn gekommen, dass sie solche Gräuel tun sollten, damit sie Juda also zu Sünden brächten. Ende von Jeremia. Also, aus diesem Grunde mussten ihre Söhne und Töchter für den Moloch durch das Feuer gehen, um sie von der Erbsünde zu reinigen. Es gibt keine Erbsünde. Und durch diese Reinigung fiel manch ein hilfloses Baby der blutigen Gottheit zum Opfer. Bei den heidnischen Römern wurde diese Reinigung durch den Gang durchs Feuer ebenfalls eingehalten. Denn, so sagt Ovid, der diese Praktik bestätigt, Feuer reinigt beide, den Hirten und die Schafe. Bei den Hindus wird seit unvordenklichen Zeiten das Feuer wegen seiner reinigenden Wirkung verehrt. Laut Colebrook wendet sich ein Beter gemäß der heiligen Bücher folgendermaßen an das Feuer. Zitat: Sei gegrüßt, o Feuer, dass du Opfergaben an dich nimmst, dass du leuchtest, dass du funkelst, möge deine günstige Flamme unsere Feinde verbrennen, mögest du, der Reiniger, uns günstig gesonnen sein. Ende Zitat. Manche halten ein ewiges Feuer am Brennen und üben täglich Hingabe daran. Wenn sie Sakramente der Götter beenden, äußern sie jeden Tag ihre Bitten an das Feuer so. Zitat: Feuer, du sühnst eine Sünde gegen die Götter. Möge diese Opfergabe wirksam sein. Du sühnst eine Sünde gegen den Menschen. Du sühnst eine Sünde gegen die Manes, die Geister von Verstorbenen. Du sühnest eine Sünde gegen meine eigene Seele. Du sühnest Wiederholungssünden. Du sühnest jede Sünde, die ich begangen habe, ob willentlich oder versehentlich. Möge diese Opfergabe wirksam sein. Zitat Ende. Auch bei den Druiden wurde das Feuer als reinigende Macht gefeiert. Also, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, dann meinen die Heiden wirklich, dass das Feuer sie von Sünden reinigt. Naja, vielleicht wollen ja deswegen manche Leute gerne einen atomaren Krieg haben,
Das Feuer, das aus dem Himmel regnet, weil das Feuer uns dann eben alle reinigt. Ja? Die, die nicht gereinigt werden, die verbrennen halt. Und dann bleiben noch ein paar über. Auch bei den Druiden wurde das Feuer als reinigende Macht gefeiert, fährt der Autor fort. So lesen wir in einem Druidenlied, Zitat: Sie feierten das Lob der Heiligen in Gegenwart des reinigenden Feuers, das man in die Höhle aufsteigen ließ. Ende Zitat. Wenn man tatsächlich zu Zeiten der Druiden einen Segen davon erwartete, dass man die Kernfeuer anzündete und dass jung oder alt, Mensch oder Vieh durch das Feuer gingen, dann einfach aus diesem Grunde. Man glaubte, dass von der Sünde, die den Menschen und allen mit ihnen zusammenhängenden Dingen anhaftete, dadurch gereinigt wurde, dass man durch das Feuer ging. Es ist offensichtlich, dass genau dieser Glaube an die reinigende Wirkung des Feuers von den römisch-katholischen Gläubigen aufrechterhalten wird, wenn sie so eifrig darauf bedacht sind, dass sowohl sie selbst als auch ihre Kinder durch die St. Johannesfeuer gehen. Ich habe gesehen, sagt der ehemalige Lord J. Scott in einem Schreiben an mich, wie Eltern ihre Kinder zwangen, durch die Baal-Feuer zu gehen. Toland bezeugt, dass diese Feuer als religiöse Reinigung angezündet werden und jeder, der dieses Thema sorgfältig untersucht, muss zu derselben Schlussfolgerung kommen. Wenn nun Tammuz, wie wir gesehen haben, derselbe war wie Zoroaster, der Gott der alten Feueranbeter, und wenn sein Fest in Babylon so exakt mit dem Fest der Geburt des St. Johannes zusammenfiel, wen wundert es da, dass dieses Fest immer noch durch die lodernden Baal-Feuer gefeiert wird und dass eine so getreue Nachahmung dessen ist, was Jahwe an seinem alten Volk verurteilte, sagte ich ja schon, als sie ihre Söhne und ihre Töchter für den Moloch durch das Feuer gehen ließen, wie bereits gelesen in Jeremia 32. Doch wer, der etwas vom Evangelium weiß, würde ein solches Fest als christlich bezeichnen? Bitte, meine lieben Zuhörer und Zuschauer, doch wer, der etwas vom Evangelium weiß, würde ein solches Fest als christlich bezeichnen? Ich nicht. Hand hoch. Na, allzu viele Hände sehe ich nicht, das ist schon mal erfreulich. Wenn die katholischen Priester es auch nicht öffentlich lehren, so erlauben sie zumindest ihren getäuschten Anhängern, so fest wie die alten Feueranbeter daran zu glauben, dass Feuer von der Schuld und den Flecken der Sünde reinigen könne. Wie dies darauf abzielt, in das Denken ihrer unwissenden Untergebenen eine der ungeheuerlichsten, aber gewinnbringendsten Fabeln ihres Systems einzuprägen, werden wir später noch betrachten. Also bleibt am Ball. Nur die Eingeweihten konnten den Namen Oannes als den Namen des heidnischen Messias kennen. Und zunächst war ein gewisses Maß an Umsicht nötig, wollte man das Heidentum in die Kirche einführen. Als jedoch die Zeit verstrich, als das Evangelium verdunkelt wurde und die Dunkelheit dichter wurde, war diese Vorsicht keineswegs mehr so nötig. Wir sprechen hier über die Zeit des dunklen Zeitalters, des dunklen Mittelalters, die immer dunkler wurde, je mehr die römisch-katholische Kirche es schaffte, die alten, traditionellen, sabbathaltenden Völker wie die Albigenser, die Waldenser, und dann später hatten wir noch Lalats und Hassats und was weiß ich nicht alles, zu vernichten und die Bibel für sich einzuverleiben und den Menschen das Wort Gottes zu enthalten. Das Zeitalter wurde dunkler und dunkler und dunkler. Demgemäß entdecken wir, dass im frühen Mittelalter der heidnische Messias nicht klammheimlich in die Kirche gebracht wurde. Ganz offen wurde er unter seinen bekannten klassischen Namen Bacchus und Dionysus heilig gesprochen und zur Anbetung durch die Gläubigen freigegeben. Ja, Rom, das behauptet in überragender Weise die Braut Christi zu sein, die einzige Kirche, in welcher Heil zu finden ist, besaß die schamlose Frechheit, dem großen heidnischen Gegner des Sohnes Gottes
unter seinem eigenen Namen einen Platz in ihrem Kalender zu geben. Man muss nur den römischen Kalender aufschlagen, um herauszufinden, dass dies eine buchstäbliche Tatsache ist. Der 7. Oktober wurde dafür festgelegt, zu Ehren des heiligen Bacchus des Märtyrers gehalten zu werden. Kein Zweifel, Bacchus war ein Märtyrer. Er starb eines gewaltsamen Todes. Er verlor sein Leben für die Religion. Aber die Religion, für die er starb, war die Religion der Feueranbeter. Denn wie wir bei Maimonides gelesen haben, wurde er getötet, weil er die Anbetung des Himmelsheeres aufrecht erhielt. Diesen Schutzherrn sprach Rom heilig. Diesen Schutzherrn des himmlischen Heeres und der Feueranbetung, denn die beiden gingen stets Hand in Hand, sprach Rom heilig. Wer ist denn in der satanischen, luziferianischen Religion der Lichtbringer, der Feuerbringer? Muss ich es noch aussprechen? Dass nämlich der heilige Bacchus der Märtyrer mit dem Bacchus der Heiden, dem Gott der Trunkenheit und Ausschweifung, identisch war, geht aus dem Zeitpunkt seines Festes hervor, denn der 7. Oktober ist kurz nach dem Ende der Weinlese. Am Ende der Weinlese im Herbst pflegten die alten heidnischen Römer das sogenannte Landfest von Bacchus zu feiern. Und mit etwa dieser Zeit fällt das katholische Fest vom heiligen Bacchus dem Märtyrer zusammen. Der chaldäische Gott fand nicht nur unter dem Namen Bacchus in den römischen Kalender Eingang, sondern wurde auch unter seinem anderen Namen Dionysos heilig gesprochen. Die Heiden hatten die Gewohnheit, denselben Gott unter verschiedenen Namen anzubeten. Und demgemäß feierten die Römer nicht zufrieden mit dem Fest für Bacchus, unter diesem Namen war er in Rom am bekanntesten, und zweifellos, um den Griechen zu gefallen, zwei Tage später ein Landfest für ihn unter dem Namen Dionysus Eleutherius, unter welchem er in Griechenland angebetet wurde. Dieses Landfest wurde von Dionysia genannt oder wurde kurz Dionysia genannt oder, um dessen Zweck genauer zu beschreiben, Festum Dionysi Eleuterei Rusticum, das heißt das ländliche Fest des Dionysus Eleutherius. Der Katholizismus hat tatsächlich in seinem Übereifer für Heilige und Heiligenverehrung Dionysus Eleutherius zweigeteilt und zwei eigenständige Heilige aus dem Doppelnamen einer einzigen heidnischen Gottheit gemacht. Erinnert mich irgendwie daran, wie sie das zweite Gebot verboten haben, rausgenommen haben aus ihrer Lehre und dafür das zehnte Gebot in zwei geteilt haben, dass sie wieder auf 10 kommen. Und darüber hinaus hat es noch aus dem harmlosen Wort Rusticum, welches selbst unter den Heiden überhaupt keine Ansprüche auf Göttlichkeit hatte, einen dritten gemacht. Und so kam es zustande, dass wir unter dem Datum des 9. Oktober folgenden Eintrag im Kalender finden. Das Fest des heiligen Dionysius. Obwohl Dionysius der eigentliche klassische Name des Gottes war, findet man seinen Namen doch im nachklassischen Latein als Dionysius, genau wie im Falle des römischen Heiligen. Und seiner Gefährten des heiligen Eleutherius und heiligen Rusticus. Dieser Dionysius, dem das Papsttum so wunderbar zwei Gefährten beigesellt hat, ist der berühmte Saint-Denis, der Schutzheilige von Paris. Hallo, 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 alle Glocken läuten. Das war die Kirche, in der Ignatius von Loyola, also Ignatius von Loyola, der Gründer der Jesuiten, mit seinen 6 Nachfolgern, mit seinen 6 sogenannten Jüngern, den Eid ablegte, 1534, wie ihr euch sicher aus meiner deutschen Zusammenfassung des Buches Rulers of Evil, oder Herrscher des Bösen, erinnern könnt. Dieser Dionysius, dem das Papsttum so wunderbar zwei Gefährten beigesellt hat, ist der berühmte Saint-Denis, der Schutzheilige von Paris. Und ein Vergleich der Geschichte des päpstlichen Heiligen mit der des heidnischen Gottes wird nicht wenig Licht in die Sache bringen. Saint-Denis, so geht die Legende, wurde enthauptet
und in die Seine geworfen. Und nachdem er eine Weile auf ihrem Wasser schwamm, nahm er zur Überraschung der Beobachter seinen Kopf in seine Hand und ging damit zum Begräbnisplatz. Zum Gedenken eines so erstaunlichen Wunders wurde in der Kathedrale von Saint-Denis in Paris einige hundert Jahre lang in gebührender Weise ein Kirchenlied gesungen, das folgenden Vers enthält. Se cadaver mox erexit, truncus truncum caput vexit, quem ferentem hoc direxit, angelorum legio. Der Leichnam stand sofort auf. Der Rumpf trug den abgetrennten Kopf davon, auf seinem Weg von einer Legion Engel geführt, heißt das in Deutsch. Schließlich begannen sich sogar die Katholiken zu schämen, dass so etwas Lächerliches im Namen der Religion gefeiert wurde. Und das im Jahre 1789. Da wurde der Gottesdienst von Saint-Denis abgeschafft. 1789. Das Jahr der Französischen Revolution. Wie das wohl zusammenhängt, weil man ab dem Jahr die Bibel und alle Gottesfürchtigen mit Füßen getreten hat in Frankreich. Neben den Katholiken, aber hauptsächlich die Protestanten wurden abgeschlachtet. Man beachtete jedoch den Lauf der Ereignisse. Die Welt war für einige Zeit wieder ins Mittelalter zurückgefallen. Das römische Brevier, das Gebetbuch der Geistlichen, das in Frankreich aufgegeben worden war, wurde in den letzten 6 Jahren durch päpstlichen Einfluss auf die französische Kirche wieder eingesetzt, mit all seinen verlogenen Legenden, einschließlich dieser. Die Kathedrale von Saint-Denis wird wieder aufgebaut, und die alte Anbetungsform hat gute Aussichten, in all ihrer Derbheit wiederhergestellt zu werden. Die Aussage des letzten Satzteiles aus obigen Satz bezog sich auf die Lage der Dinge vor 5 Jahren, also wir sprechen hier über 1853 oder 1847 sogar in dem Fall, weil da schien es ja erst 53. Wahrscheinlich ist der Wiederaufbau der Kathedrale von Saint-Denis jetzt beendet, schreibt der Autor. Und der Herausgeber fügt hinzu, ja, dieser Wiederaufbau der Kirche von Saint-Denis wurde tatsächlich Ende des 19. Jahrhunderts vollendet. Erstmal ein bisschen Zeit drüber vergehen lassen, erstmal ein bisschen Wasser in die Seine lassen, runterschwimmen lassen und dann verfolgen wir wieder unsere Agenda. Weil dann sind die Leute zu dumm, es noch zu wissen. Aber von Generation zu Generation werden solche Dinge ausgeleert, wie heute auch. Wie konnte es Menschen je in den Sinn kommen, fährt der Autor fort am Ende von Seite 111. Eine derart ungeheuerliche Fabel zu erfinden. Ihre Herkunft ist nicht weit zu suchen. Die Kirche Roms stellte ihre heilig gesprochenen Heiligen, die das Märtyrertum durch das Schwert erlitten, als kopflose Bilder oder Statuen mit dem abgetrennten Kopf in ihre Hand dar. Eusebe Salverte sagt, Zitat, »Ich habe in einer Kirche in der Normandie Saint-Clair gesehen, in Arles, St. Mitra und in der Schweiz alle Soldaten der Thebischen Legion. Alle wurden mit dem Kopf in ihren Händen dargestellt. St. Valerius ist so in Limoges an den Portalen der Kathedrale und anderen Denkmälern abgebildet. Das große Siegel des Kantons Zürich zeigt in der gleichen Haltung St. Felix, St. Reluga und St. Exusperiantius. Dort liegt mit Sicherheit der Ursprung der frommen Fabel, die von Märtyrern wie Saint-Denis und vielen anderen erzählt wird. Ende Zitat. Dies war die unmittelbare Herkunft der Geschichte vom toten Heiligen, der aufstand und mit dem Kopf in der Hand davonging. Es stellt sich jedoch heraus, dass eben diese Darstellungsweise dem Heidentum entlehnt wurde, und zwar so, dass der katholische Saint-Denis von Paris nicht nur als der heidnische Dionysos von Rom, sondern auch Babylons identifiziert wird. Dionysos oder Bacchus wurde in einer seiner Verwandlungsformen als das Tierkreiszeichen Steinbock dargestellt, als Fisch mit Ziegenhörnern, und sehr wahrscheinlich trug er in dieser Gestalt den Namen Oannes.
In dieser Gestalt soll er in Indien unter dem Namen Suoro, das heißt offensichtlich Same, da gehen wir ja wieder ein paar Kapitel zurück, viele wunderbare Dinge getan haben. In der persischen Welt wurde er nicht nur mythologisch als Steinbock dargestellt, sondern auch in der menschlichen Gestalt, und zwar genau so, wie Saint-Denis vom Katholizismus dargestellt wird. Die Worte des alten Schreibers, der diese Gestalt am persischen Himmel beschreibt, lauten, Zitat, Steinbock, der dritte Dekan, die Hälfte der Gestalt ohne Kopf, weil sein Kopf in seiner Hand ist. Zitat Ende. Nimrod wurde der Kopf abgeschnitten, und zum Gedenken dieser Tatsache, welche seine Verehrer so kläglich beweinten, wurde sein Bild am Himmel so dargestellt. Von diesem abgetrennten Kopf wird in einigen Versionen seiner Geschichte erzählt, er habe so wunderbare Dinge getan wie jene, die durch den leblosen Rumpf von Saint-Denis geschahen. Bryant wies in der entsprechenden Geschichte von Orpheus nach, dass dies nur eine etwas beschönigte Fassung der Geschichte von Osiris ist. Wie Osiris in Ägypten zerstückelt wurde, so wurde auch Orpheus in Thrakien in Stücke gerissen. Nachdem dessen verstümmelte Glieder auf dem Feld verstreut worden waren, bewies sein Haupt, das auf dem Hebrus schwamm, dass er eine wunderbare Eigenschaft hatte. Vergil, wieder einmal, schreibt, Zitat, dann, als sein Kopf von seinen schönen Schultern gerissen war und vom Wasser umspült auf dem Hebrus getragen wurde, auch dann noch rief seine zitternde Stimme seine Braut an, mit sterbender Stimme rief er, Eurydike, Eurydike, gaben die Felsen und Flussufer wieder. Ende Zitat. Hier bestehen zwar Unterschiede, aber dennoch liegt eine offensichtliche Übereinstimmung vor. In beiden Fällen nimmt der vom leblosen Körper abgetrennte Kopf den Vordergrund des Bildes ein. In beiden Fällen steht das Wunder mit einem Fluss im Zusammenhang. Die Feste von St. Bacchus dem Märtyrer und von St. Dionysius und Eleutherius stimmen also in bemerkenswerter Weise mit der Zeit überein, in der die Feste des heidnischen Weingottes gefeiert wurden, ob nun unter dem Namen Bacchus, Dionysus oder Eleutherius, und die Art, wie der moderne Dionysius und der alte Dionysus dargestellt werden, ist offensichtlich genau die gleiche. Auch harmonisieren ihre beiden Legenden so auffallend. Wer kann da noch den wahren Charakter jener römischen Feste bezweifeln? Sie sind nicht christlich. Sie sind heidnisch, sie sind unbestreitbar babylonisch. Und außerdem denke ich mir mal so als kleine Anmerkung, kann man sich jetzt vielleicht auch ableiten, warum Johannes der Täufer enthauptet wurde. In Matthäus 14 lesen wir hiervon, wie der römische König der Juden, Herodes, Johannes auf Bitten seiner Nichte enthaupten ließ. Den Ursprung dieser heidnischen Tat haben wir jetzt in diesem Kapitel lernen können. Denke ich mal. So, das war Abschnitt 3 und als nächstes kommt Abschnitt 4. Das heißt das Fest Maria Himmelfahrt. Ich habe es jetzt noch nicht gelesen, aber soweit ich mich erinnere, ist Maria Himmelfahrt am 15. August. Ne? Da werden hier in Belgien auch wieder ein paar Leute den Muttertag feiern. Es gibt hier eine Provinz in Antwerpen, die feiern das nicht am 1. Mai, sondern am 15. August. Ich glaube wegen der Maria Himmelfahrt. Das wird wahrscheinlich auch ein ganz interessantes Kapitel, aber dazwischen kommt jetzt erstmal eine kleine Pause. Naja, ich mache hier immer Pause zwischen zwei Videos, ist ja logisch. Wollen wir mal sehen, wann das hier rauskommt. Und dann werde ich danach das Fest der Maria Himmelfahrt lesen. Im Abschnitt 4 müsste das sein. Ja, weil hier steht 22V. Ja, das gibt's ja nicht. Abschnitt 4 des Buches von Babylon nach Rom. So, ich hoffe, die Lesung hat euch gefallen. Allzu viele Kommentare hatte ich hier nicht. Aber wie gesagt, wenn der Alexander Hislop selbst so sehr tief eingeht in seine Studien, alles gut erklärt, dann gibt es daneben nicht mehr allzu viel zu erklären. Das Einzige, was mir noch bleibt, ist euch daran zu erinnern, Rom ist nicht christlich. Die römisch-katholische Kirche ist unchristlich. Sie ist heidnisch. Kommt aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden.
Offenbarung 18,4. Studiert täglich eure Bibel. Lest das Wort Gottes. Vereinnahmt das Wort Gottes in euch. Seid dankbar, dass ihr noch die Möglichkeit habt, das Wort Gottes zu studieren. Weil im dunklen Mittelalter wollte man vielleicht, aber konnte man nicht. Wollt ihr wollen und nicht können? Lest es. Die Bibel ist die Wahrheit und die Wahrheit wird euch befreien. Joggler 66, Hour of the Truth, meldet sich ab. Bis zum nächsten Mal und bis dahin beschütze euch Gott auf all euren Wegen, segne euch. Bis dann. Tschüss.